Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, meine Meinung zum Film Wonder Woman. Ja. So Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie ich den Film fand. Und ich muss sagen, ich fand den echt richtig gut. Alleine der Showdown war richtig gut. Aber ja, ich möchte ja nicht spoilern, Leute, falls ihr den Film noch nicht geguckt habt. Und wer den Film schon geguckt hat, weiß, was ich meine. Und ja, Freunde, falls ihr den Film geguckt habt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Und falls ihr von den Trailern begeistert worden seid, ja, dann geht ins Kino und guckt euch Wonder Woman im Kino an. Ja, mir hat der Film echt ziemlich Spaß gemacht. Alleine der Showdown. Ja. Der Showdown war einfach mega gut. Ja. So, Freunde, jetzt komme ich zu den Schauspielern, also zu der Schauspielerin Gal Gadot oder Gal Gadot. Berichtigt mich in die Kommentaren, wie man sie ausspricht mit dem Nachnamen. Ja, Gal Gadot oder Gal Gadot kennt man aus Batman wie Superman, aus dem kommenden Justice League, aus Fast and Furious 5 und Fast and Furious 6. Ja, Gal Gadot oder Gal Gadot hat ihre Sache als Wonder Woman oder als Diana von Themyscira richtig gut gemacht. Allein die Action-Szenen in dem Film waren gut und ja, ich hoffe, dass von Wonder Woman ein zweiter Teil kommt. Weil der erste Teil hat mir echt richtig Spaß gemacht, den mir anzugucken. Ja, Gal Gadot oder Gal Gadot hat ihre Sache als Wonder Woman, ja, gut gemacht. Ja. So, Freunde, jetzt komme ich zum nächsten Schauspieler. Und das ist Chris Pine. Ja, ihn kennt man aus den neueren Star Trek-Filmen. Das heißt, der erste Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond. Ja, und Chris Pine hat seine Sache gut gemacht. Er hat auch so den Witz reingebracht, aber da war noch eine Frau, das werdet ihr auch im Film sehen, wenn ihr euch den Film anguckt. Die hat auch irgendwie den Witz reingebracht in den Film. Irgendwie. Ja, Chris Pine hat seine Sache gut gemacht. Und ich möchte auch nicht spoilern, aber ihm geschieht ein Unfall in dem Film. Also, ja, das werdet ihr sehen, wenn ihr euch den Film im Kino anguckt. Ja, Chris Pine hat seine Sache in dem Film Wonder Woman gut gemacht. Ja. So, Freunde, jetzt komme ich zum Fazit. Und ja, mir hat der Film richtig Spaß gemacht, den anzugucken. Und ja, der Showdown ist mega nice, Freunde. Und ja, deshalb bekommt der Film von mir 9 von 10 Punkten. Ja, 9 von 10 Punkte, Freunde. Schreibt mir eure Meinung, eure Punktzahl, welche Punktzahl ihr dem Film gegeben habt oder gegeben werdet, wenn ihr euch den Film im Kino anguckt. Ja, schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, der Film hat echt mega Laune gemacht. Genauso wie Man of Steel, der war auch gut. Batman wie Superman, ja, der Film hat so seine Schwächen. Genauso wie Suicide Squad. Aber ja, für viele wird Wonder Woman echt der beste Film bisher vom DC Extended Universe sein. Bestimmt. Ich weiß ja nicht, wer von euch da draußen Man of Steel gemocht hatte oder Batman wie Superman oder Suicide Squad.
Aber für mich, das ist meine Meinung, ist Wonder Woman eines der besten DC-Filme, die es bis jetzt gibt. Ja. Es sei denn, Justice League, der dieses Jahr rauskommt, wird vielleicht noch besser. Mal gucken, Freunde. Ja, aber bis jetzt Wonder Woman eines der besten Filme im DC Extended Universe. Ja, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Leute. Ja. So, Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, ihr wisst es, Daumen nach oben da lassen, ein Abo, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder, denn da kommt meine Meinung zum Film Transformers 5. Ja, das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Zockerboy, Game over. Ciao.